natürlich geht's noch. Ey. Super toll hier, super. Digga, ich bin im Arsch. Wir gehen jetzt was essen? Ja. Also haben wir jetzt erstmal eine Planänderung, weil ich dachte, wir gehen zuerst zum Haare schneiden. Ja, das muss ich noch so überleben eine Zeit lang. Okay. Also, erst essen, dann erst Haare essen, dann Haare schneiden. Naja, jetzt erzähl doch mal, warum du jetzt hier lebst und warum du dich für Dubai entschieden hast. Also du springst ja immer rum, du bist einmal in Deutschland, dann bist du wieder in Dubai, ne? Genau, aber ja. Aber die meiste Zeit bist du hier? Meiste Zeit vom Jahr bin ich hier, ja. Okay. Also ich habe ja einen Geschäftspartner aus Indien, mit dem ich zusammenarbeite. Ja. Und Indien sind halt nur 3 Stunden Flug entfernt, was ganz praktisch ist, nachdem ich auch öfters drüben bin. Und ja, Dubai ist halt so perfekt eigentlich in der Mitte. Dann kommt natürlich dazu, dass du in Dubai eigentlich das ganze Jahr bei schönes Wetter hast, was natürlich die Laune schon deutlich steigert. Im Vergleich zu Deutschland, oder? Ja. Das ist schon Wahnsinn, da hast du schon recht, aber... Was das gute Wetter einfach ausmacht an, ja, wie man sich fühlt. Ja, der Körper fühlt sich einfach auch irgendwie besser, ne? Ja. Du stehst lieber auf, du willst in die Sonne. Also, auch wenn ich jetzt. Wenn man hier lebt, legt man sich jetzt gar nicht so oft in die Sonne oder geht gar nicht so viel in die Sonne, aber einfach, dass die Sonne schon scheint draußen, ist halt schon mal. Dass das Fenster aufmachen kannst beim Auto zum Beispiel oder so. Ja, super geil, super geil. Und du meistens draußen bist. Aber jetzt mal im wirklichen Sommer, da kannst du ja fast nichts machen. Nee, im Sommer überhält man sich meistens drinnen auf, weil es einfach zu heiß ist. Okay, wie warm wird's da? Du schon an die 50 Grad. 50 Grad? Ja. Wow. Das heißt, du gehst 2 Minuten raus und hast einen Sonnenbrand. Gehst 30 Sekunden raus und bist durchgeschwitzt. Ja, aber wie sieht denn das Leben dann hier aus? Die Leute sind wirklich nur im Auto unterwegs, oder was? Im Auto, im Büro, im Mall, überall halt, wo es klimatisiert ist. Okay, also sie halten sich nur innen auf? Ja. In klimatisierten Räumen? Okay. Mhm. Erzähl mal, wie ist es mit Friseuren hier? Andere Frage. Weißt du, ob die hier eine Ausbildung haben? In Dubai? Müssen die in die Schule gehen, um Friseur zu werden? Oder kann hier jeder Friseur werden? Kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Das weiß ich nicht genau. Okay. Ich weiß nur, dass die Friseure eigentlich alle es sehr gut beherrschen. Also gut, es gibt halt sehr viele Barbershops. Ja? In dem Sinne, weil einfach die Leute auch sehr oft einfach sich Bart schneiden lassen und Haare einfach Seiten oder so kürzen, nachschneiden. Die gehen halt sehr häufig eigentlich zum Barber. Ja, ich muss sagen, ich habe hier auch die Leute, die hier rumlaufen, die haben auch wirklich krass gepflegte Bärte, gell? Okay, und was würdest du sagen, was bieten die in den Barbershops oder in den Friseurläden hier an, was sie vielleicht in Deutschland nicht anbieten oder was ich nicht anbiete? Gesichtsbehandlungen, Gesichtsmassagen. Deswegen siehst du so schön aus, oder? Ja, klar. Deswegen hast du so ein tolles Gesicht. Weißt du, ob die, wahrscheinlich wirst du es nicht wissen, aber haben die Friseure hier auch feste Gehälter, wo man sagt, ja, da gibt es eine Stufung? Wie es bei uns ist, so viel muss man verdienen und Mindestlohn wie werden die bezahlt hier? Das entscheidet einfach der Chef und der Angestellte kann sagen ja oder nein. Ja. Okay. Aber ganz genau, wie die Gehälter hier sind oder wie die gestaffelt sind, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Interessant. Naja, ist ja vielleicht interessant auch für Leute, die vielleicht sagen, Friseure, die in Deutschland leben, die vielleicht mit den Gedanken spielen, hier zu arbeiten, mal irgendwann mal. Ja, klar. Ist es vielleicht interessant, wie das mit dem Lohn aussieht. Ja. Oder auch bei Top-Friseuren wahrscheinlich. Da gibt es ja bestimmt Friseure, da kannst du ein Vermögen auszahlen. Ja, wie überall. Ja. Weißt du, was die teuersten so kosten? Nee, hab ich mich noch nie wirklich informiert. Okay. Willst du mir sagen, du bist ein kleiner Sparfuchs? Auch, ja. Nee, aber ich hab so meinen Friseur, den ich relativ
früh schon hier gefunden hatte. Ja. Und da bin ich eigentlich immer happy gewesen, deswegen bin ich da auch immer wieder hingegangen. Cool. Sehr cool. Zu denen könnte man eigentlich mal gehen, oder? Ja. Oder? Wäre doch eine coole Idee. Der ist ja, ich möchte eh die nächsten Tage mal in welche Barbershops mal reinschauen und in Friseurläden. Was die so treiben hier in Dubai. Ja. Okay. Aber nach oben hin ist... Ja, kein Limit. Kein Limit, ne? Okay. Kannst doch locker für 1000 Euro pro Nase essen gehen, also... Oh. Wo kein Stress. Wo ist so die arbeitende Bevölkerung? Weiß man das? Ist ein Essen, die haben die Ehre auch eher so Stadtteile, wo Restaurants sind, wo noch günstiger sind, oder? Ja, also so ein Dera unten, so Richtung... Okay, da würde ich auch gerne mal hinschauen. Ja, Richtung Flughafen runter und dann noch ein bisschen weiter runter. Mhm. Karama und so, wo die, also so Gegenden, wo viele Inder und arbeitende Bevölkerung wohnt. Die, wo ich heute in der Metro getroffen habe. Genau. Ey, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein echt geiles Erlebnis. Glaube ich dir. Super cool, wenn man so die, ja, das heißt super cool, aber einfach trotzdem mal diese Unterschiede zu sehen, ne? Von der wirklich arbeitenden Gesellschaft, ja. Die wirklich, die auch nicht viel kriegen wahrscheinlich, schätze ich mal, ne? Ja. Zu denen, die super reich sind. Ist das Leben hier teurer oder ist das Leben in... Ja, sagen wir mal, München teurer. Jetzt mal von der teuersten Stadt Deutschlands auszugehen. Liegt der teuersten Stadt mit Hamburg natürlich. Kommt voll drauf an, wo du wohnst, von den Mieten her. Also ja. Du kannst, ich würde behaupten, du kannst günstiger leben als in Deutschland, wenn du dir etwas außerhalb eine nicht so luxuriöse Wohnung holst. Okay. Mit was muss man unbedingt ungefähr rechnen? Mit einer, keine Ahnung, du hast eine 100 Quadratmeter Wohnung. Ja, 90 Quadratmeter, drei Zimmer. Ja, schätzen ungefähr. Sind wir warm bei circa, also mit der Lage jetzt bei circa 3,6, 3,7. Okay. Mit Nebenkosten. Oh, das ist schon, wow. Das ist schon, ja gut, ich weiß nicht, wie teuer es ist in der Innenstadt von München auch so, ne? Geht auch schon so in die Richtung, oder? Ich glaube schon. Kommt schon so hin, gell? Also nimmt sich nicht viel. Nee. Und jetzt schlussendlich, wenn du jetzt sagst, man arbeitet hier, steuerlich ist es natürlich hier schon besser zu arbeiten. Ja. Ist es besser? Auch wenn die Miete jetzt zu teuer ist, kommt man am Ende doch besser raus, würdest du sagen, oder nicht? Müsste man mal durchrechnen. Also ich denke mal, je nachdem, was du halt für ein Einkommen hast, wenn du jetzt ein wirklich hohes Einkommen hast, wirst du wahrscheinlich schon mit mehr rauskommen hier. Okay. So, das weißt du jetzt natürlich nicht, aber wäre es für einen Friseur positiv hierher zu kommen? Wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, was er verdienen würde. Das stimmt. Also muss der Friseur gut handeln können. Was muss ein Friseur können, wenn er hierher will? Englisch. Ich vermute mal, wenn du deinen eigenen Laden hier aufmachst, das ist natürlich wieder ein anderes Thema, aber dann denke ich, dass du schon. Wenn du dementsprechend verlangst und. Da haben, ne? Das natürlich, aber ich kann es echt nicht beurteilen, was die Ranges sind vom Gehalt her von Friseuren von bis. Okay. Und je nach Ausbildungsgrad oder wie auch immer. Aber jetzt nochmal zurück, was muss ein Friseur können, wenn er hier arbeiten möchte? Also Englisch. Der englische Sprache sollte Englisch muss er gut können, ne? Mächtig sein. Fließend. Einigermaßen, so wie ich es halt so einigermaßen kann. Ja. Okay. So, dass er über die Runden kommt halt, ja. Okay. Gut. Die Friseursprache ist eh international, also da versteht man eh alles. Ja. Würdest du den Leuten empfehlen, mal einen Urlaub in Dubai zu machen? Weil es gibt doch schon viele Skeptiker, ne? Ja. Also ich merke es bei mir im Laden, viele sagen, hey, boah, nee, warum muss man da unbedingt hin?
Also ich, ja, ich persönlich, ich sage es ganz ehrlich, ich finde es beeindruckend. Es gibt halt einige, die haben es erstens noch nie erlebt und es gibt halt andere, die, denen gefällt es halt einfach nicht, weil sie finden, es ist zu... Too much. Ja. Wie das, was wir jetzt hier gerade sehen im Hintergrund. Ja. Das ist schon beeindruckend, also es ist schon irre. Aber es ist halt auch was anderes. Es ist halt einfach das höchste Gebäude der Welt, was ja hier hinter uns steht. Und es ist eine riesen Leinwand. Mhm. Irre, wie sowas funktionieren kann und die ganze ja Lasershow. Ja, mega. Es ist einfach beeindruckend, was sie hier alles bauen, was sie alles machen. Und ist auch nochmal was anderes, wenn du jetzt hier einfach mal eine Woche Urlaub machst oder wenn du wirklich hier lebst und halt auch mal andere Seiten siehst und nicht nur an den touristischen Flecken dich aufhältst und so weiter. Okay. Zum Beispiel, sag mal, was ist jetzt so, was kriegt ein Tourist jetzt nicht unbedingt mit? Ja, halt so in anderen Areas mal sein, wo die Locals sich aufhalten oder okay, auch so einfach mit Freunden von mir zum Beispiel, mit Locals, wenn man mit denen mal so in die Wüste fährt oder so und da halt so abends mal grillt oder sonstige Sachen macht. Okay, also es findet also sehr viel auch in der Wüste statt dann. Ja. Die Leute treffen sich dann, feiern da zusammen. Machen Barbecue machen, ja, okay, cool. Und das machen dann alle? Das machen die Einheimischen? Das machen viele, ja. Das machen alle, okay. Mhm, cool. Und? Ja. Ist in Ordnung? Ist in Ordnung. Darf ich hier weiterhin schlafen die nächsten, ja, Tage? Ist in Ordnung, genehmigt? Ist genehmigt. Glück gehabt. Hier unter die Kommentare, hier unten, oder hier, und dann hier oben, und hier liken, hier subscribe. Und dann den Haken, und wenn ihr gerade Zeit habt, macht einen Daumen hoch und... And subscribe here, please. Here is the button, thank you. Mach das Plus weg für mehr. So.